Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den pinken Gaming-Stuhl aus dem Hause Autofool. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Zockerstuhl für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Zockerstuhl werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, designtechnisch könnte er natürlich insbesondere für weibliche Zocker interessant sein, aber auch natürlich ein männlicher Zocker kann sich einen pinken Gaming-Stuhl aussuchen. Das kann natürlich jeder selbst entscheiden. Hat natürlich ein sehr niedliches Design hier auch mit den Hasenohren. Ja, das ist mal ein Gaming-Stuhl, wo noch mehr Wert auf das Design gelegt wird, wie ich finde. Ist halt niedlich verspielt. Das sind, wie ich sagen würde, die Vorteile dieses Zockerstuhls, dass er halt besonders niedlich und verspielt aussieht. Ansonsten haben wir hier viele Elemente, die du auch bei vielen anderen Zockerstühlen finden kannst. Bei vielen Gaming-Stühlen hast du nämlich diese zwei Extrakissen hier einmal im Bereich des Nackens und einmal im Bereich der Lenden. Warum sind die da? Nun ja, es hat sich einfach gezeigt, dass diese Art von Extrakissen für Computerspielfreunde komfortabel und angenehm sind und ja, das sorgt eben für den angenehmen, die angenehme Sitzposition beim Computerspielen. Preislich würde ich den Autofool pinken Gaming-Stuhl in etwa ins Mittelfeld einordnen. Ich habe schon günstigere, aber auch noch teurere Zockerstühle auf dem Markt gesehen. Ob es für dich der richtige Gamerstuhl ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Da hat wahrlich jeder seine eigenen Vorstellungen davon, ob es der richtige Zockerstuhl ist oder nicht. Insgesamt betrachtet bin ich der Ansicht, dass hier der größte Vorteil das niedliche, verspielte Design ist. Ansonsten würde ich ihn als einen solide ausgestatteten Zockerstuhl zu einem fairen Preis bezeichnen. Ob es für dich der richtige Gamerstuhl ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Mach dir noch dein eigenes Bild. Zum pinken Gamerstuhl aus dem Hause Autofool. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Danke für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß und Erfolg beim Zocken.